Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Wholesome Map im Wholesome Map Krimi. Ja, eigentlich müssten wir pressen, ne? Aber wir müssen hier eben so ein bisschen noch die Viecher versorgen. Das geht gerade nicht anders, ne? Oh, guck mal, füllt er auf, ne? Das ist gut. So, dann haben die schon mal ein Chippchen drin. Dann muss da noch Stroh rein. Und dann läuft der Laden, ne? Das füllen wir auch irgendwo rein. Ich hoffe, wir brauchen keinen Einstreuer, ne? Ich hoffe, wir brauchen keinen Einstreuer, Leute. Die Schippe können wir mal eben an die Seite stellen, ne? Brauchen wir doch später wieder, ne? Mischstation hatte ich da schon so ein bisschen reingefahren, ne? Dass das da auch so ein bisschen erledigt ist. Ich stelle mir eben hier hin, ne? So, Strom muss da noch hin. Svenny, der läuft ja. Kommst du gar nicht drinne? Steht der Hyundai hier noch drinne? Muss man ihn beiseite fahren. Sammeln wir das eben direkt hier auf. Ist das auch sauber? Den brauchen wir noch, ne? Aber später. Nicht alles auf einmal. Ne, das wird sonst. Erstmal müssen wir jetzt gleich Silage pressen und dann werden wir wahrscheinlich nochmal Ladewagen. Also wir werden auf jeden Fall noch einen Ladewagen fahren müssen. Weil, sonst kriegen wir hier gar nicht alles runter. Also die brauchen wir eben. Und eine Strohballe. Und dann müssten die da hinten erstmal soweit glücklich sein. Bis wir die anderen dann praktisch holen, ne? Das sind ja die noch, die gekauften Strohballen, ne? Die müssen immer so langsam weg. Die sind ja auch nicht so schön, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Dieser Balbemut, der war nicht so schön. Was willst du machen, ne? Es ist, wie es ist. Wollen wir auch im Bild. Das läuft. Heider neu. Der Abfahrt. Jetzt fertig wird hier. Müssen da eben rein in die Weide. Und hier ist angeblich der Strohträger. Ich hoffe, das klappt jetzt. Sowas von geahnt. Das ist nämlich nicht glatt. Weil diese Ballen einfach nicht schön sind. Ganz vergessen. Komm, gib her. Das Gemüse, das tun wir uns gar nicht jetzt an. Dann machen wir das halt anders. Können wir nichts, ne? Ne? Der Pass. Dann kann der Weidemann wieder rüber. Den brauchen wir diesen Ding jeden Tag noch auf jeden Fall. Also da kommen wir gar nicht drum rum. Der kommen wir nicht drumherum. Stellen wir den erstmal hier wieder an die Seite, Leute, ne? Dann passt das. So. Und dann sind wir zurück.
Wir hoppeln eben zum Eicher. Ach. Nein! Falsche Taste, Mann! So, die brauchen wir. Ich hätte gedacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Das ist doch nicht so professionell, aber es geht. Oh, 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 oh. Den habe ich da ja richtig gut hingestellt. Den Viehwagen, ne? Wie viel kommen wir jetzt so dran, ne? Können wir ihn hier rüber einstreuen, bis wir die anderen Ballen haben? Geht ja gar nicht anders, ne? Dann muss ich nur zu helfen lassen. Mal ein Stück zurück, Svenny. Kupplung kommen lassen, dann rollt der Wagen. Guck mal, jetzt geht auch Stroh rein, ne? Siehst du? Da gehen nur 4500 Liter rein. Oh nein! Aber jetzt haben sie erstmal alles, was sie brauchen, ne? Können wir den Reststrom noch hier oben an den anderen Stellen benutzen? Ist ja nicht so schlimm. Hör mal auf, du bist so voll. Warum fütterst du da weiter ein? Also stellen wir den eben beiseite. Weil den brauchen wir jetzt im Moment nicht. Ich weiß gar nicht, warum der die ganze Zeit durchmischt. Der braucht doch gar nicht mischen. So, eben den Viehwagen ranorganisieren. Schieben wir den da erst wieder hin, ne? Bis wir Zeit haben, kühl zu holen. Das ist schon vorteilhafter, ne? Ja, passt halt. So, dann kann der erst wieder auf dem Hof, oder? Ja, rein theoretisch kannst du erst hier stehen bleiben, ne? Ja, das klingt nach einem Plan. Das haben wir. Das läuft. Das machen wir später. Wir brauchen den. Offi. Wir haben da noch so ein bisschen was zu pressen. Nein. Das wird auch noch ewig dauern. Du. Dann müssen wir noch wieder Ladewagen fahren. Crazy, ey. Läuft die Heutrocknung, ne? Da soll die Bergwiese noch rein. Zu viel Information hier, du. Dass das vernünftig läuft. Aufgefüllt haben wir die Presse letzte Folge noch. Also Gas. Wolfgang, lass dich Zeit. Ich hab's nicht eilig. Wolfgang wieder, ne? Das ist der Banker, der Wolfgang, der Uschi. Ja, so heizen sie hier alle. Uschi, Wolfgang. Andere Normen haben die hier nicht. Oh. Wenn ihr das Video guckt, ist ja schon fast Weihnachten. Oh. Cool, ne? Cool. So, wo fangen wir an? Oh, wir fangen jetzt hier hinten an.
geht am besten, ne? Ey, sollen wir hier noch einen Ladewagen wegholen oder nicht? Ich weiß auch gar nicht so genau. Ich hab heute keine Meinung mehr. Ich weiß auch nicht. Gibt's so Tage, ne? Da hast du keine Meinung. Guck mal, lieber nach vorne, Svenny. Sicher ist sicher. Für dein Vorspiel. So, hier rein. Und dann lasst uns anfangen. Wir fangen hier an, ne? Kann es sein, dass wir bei der Bergfüße noch ein paar Ballen pressen? Ich weiß es nicht. Bis ich das alle fertig gepresst habe, ist eine Stunde mindestens rum. Wenn du mit hinkommst. Und die kullern bestimmt alle durch die Wege. Ich freue mich gar nicht. Ja, sonst wird's machen. Nix! Kannst du auch nichts machen. Fangen wir hier an, ne? So, guck, jetzt läuft das. Die ersten Silageballen wieder, ne? Im Sommer wird auch Zeit. Aber so viel scheint das hier nicht zu geben, ne? 4000 Meter Ballen ist in Ordnung. Ah, jetzt geht's wieder los, wenn das langsamer wird, ne? Komm, wir nehmen das als Bild. Das sieht schön aus. Die Einzugsanimation ist nicht so schön, ne? Liegt der alleine ab? Ja. Und tschüss. Hätte ich sowas von gewusst, ne? Kann sie sein, wir haben doch gerade jetzt angefangen. Das ist ein Chikra. Jetzt muss ich den Foggy hier gleich jetzt noch hinholen, oder was? Wie war das? X? Hier auch X? Hier haben wir mal einen Dicker auf den Kopf gehabt und der läuft hier. Und weiter in Text, Leute. Das muss ran, das Business. Das muss ran, das Business. Ist auch nicht immer so eine gute Idee, auf der Holzhammer Brunnenballen zu machen, aber was willst du machen? Das Ding ist bezahlt, also nutzen wir die auch. Aber die Einzugsanimation ist nicht schön, ne? Und dann würde ich mir das malen. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein oder so, kein Plan. Kommt hier gar nicht zusammen, ey, oder? Ich glaube, die rollen da ja alle runter. Mann! Ich gläse voll in der Runde. Wollt ihr nicht direkt am Anfang schon wieder hier spazieren fahren? Die sollen eigentlich hier bleiben. Die Ballen. Erstmal liegen bleiben, ey. Eigentlich wollte ich die da unten an der Seite hinstapeln.
wenn die mir jetzt alle in die Wiese rollen. Das ist der Nachteil bei der Ultima, ne? Du fährst schon ziemlich langsam mit dem Moped. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.